Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal mit Leon und vor allem mit Ada unterwegs und sind jetzt hier in der Kanalisation angekommen und sind auf dem Weg zum geheimen Forschungslabor von Umbrella. Und wir haben Ada beim letzten Mal gespielt. Sie hatte Annette Birkin getroffen. Sie hat ihr einiges erzählt, was hier abgegangen ist. Auch dieses monströse Vieh, was hier rumläuft, das ist tatsächlich ihr Ehemann William Birkin. Und Leon sieht ziemlich übel schon zugerichtet aus. Und wir waren hier auf dem Weg weiter in das Labor, beziehungsweise in die Kanalisation. Und Ada hat beim letzten Mal wie am Spieß geschrien, als ob sie irgendwas Unheimliches gesehen hätte. Und ja, ich würde sagen, Spinnen! Da sind wieder Spinnen! Sind wir weg. Scheiße. Scheiße! Wir sind vergiftet! Diese Drecksdinger vergiften tatsächlich. Ja, toll. Da muss ich leider nochmal zurück. Es geht nicht anders. Shit. Ja, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass die mich hier nochmal treffen und vergiften. Aber es ist halt leider so. Wir sind ja von hier gekommen. Ich wollte schon sagen, Leon, kannst du nicht da hoch? Doch, du kannst da hoch. Wir müssen leider nochmal zurück, weil diese Drecksspinnen mich einmal getroffen haben. Verdammt. Ihm geht's noch gut. Keine Sorge. Ja, es ist halt... Ja. Ihm geht's noch gut. Also wenn er... Wenn Leon kurz vor dem Abkratzen ist, dann merkt man das. Alles klar, Leon. Wir müssen also definitiv Gift, Anti-Giftzeug mitnehmen. Okay, alles klar. Wir brauchen also ein Doppelgrün plus das hier. Das ist genau richtig gerade. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach ein blaues mit. Einfach, ja. So, schluck das und dann sollst du grün sein. Genau. Gut, Freunde. Ja, wie gesagt, dann können wir ja jetzt wieder weiter. Und mein Gott, das war beim letzten Mal ganz schön spannend. Auch mit meiner Lieblingskatze, die kam ja da, ne? Diese Filmszene da mit dem SWAT, mit der SWAT-Armee. War richtig cool gemacht und, genau, jetzt müssen wir uns mal weiter hier durch die Kanalisation kämpfen. Es ist genauso eklig, wie ich es befürchtet habe. Aber irgendwie kommen wir hier schon weiter. So, da oben ist ja Ada beim letzten Mal reingegangen. Das läuft allerdings, das Ventil. Von daher können wir da nicht direkt hin. Sondern wir müssen uns hier den ekligeren Weg außen rum bahnen. Oh mein Gott. So, diese Drecksspinne. Und schieß drauf. Leon, schieß da einfach drauf. So, die ist kaputt. Die spuckt da gleich wieder, oder was? Nee. Okay, und Spinne. Hallo? Ah, nicht nachladen. Ach, Leon. So. Einfach draufballern. Ich weiß, die hören sich zwar an wie so Kuscheltiere, aber es sind keine Kuscheltiere. Definitiv nicht. Boah, da ist das giftige Zeug da. Hallo? Verballere ich hier eigentlich gerade meine Boni? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich habe halt die Gegner lieber platt. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Das Wasser fließt mir zu schnell. Da komme ich nicht durch. Wie, das fließt hier zu schnell? Was zur... Leon, du kannst doch da... Ja gut, egal. Was ist das? Überprüfung der Zugangsberechtigung. Ah, schaut mal. Ein Wolf und ein Adler sind im Gerät eingraviert. Ja, ein Wolf und ein Adler, Freunde. Das kennen wir doch irgendwoher. Oh mein Gott, das heißt, dahinter ist jetzt quasi schon... Oh Gott, ja. Dahinter ist jetzt schon... Geht's schon in die richtige Richtung. Alles klar. Aber, Freunde, erstmal müssen wir jetzt nochmal hier durchkämpfen. Durch die Kanalisation. Noch mehr blaues Zeug. Da hat das... Ach du! Ich bin jetzt gerade... Ha! Seht ihr das? Zum Glück habe ich das Ventil mitgenommen hier.
So, Hydraulik. Ventilgriff aufsetzen und Mittelbrücke hoch oder runter bewegen. Ich habe nur noch 9 Schuss von der Schrot. Das wird langsam knapp. So, dann dreh mal, Leon. Ich wusste, dass wir das Ding hier brauchen. Da oben waren wir beim letzten Mal, ne? Mit Ada. Boah. Okay. Wir haben die Brücke runtergefahren. Das ist natürlich mega cool. Oh, wir haben die Brücke runtergefahren. Das ist interessant. Da vorne sind wieder zwei Blöcke. Da können wir es wieder hochfahren. Aber wir müssen ja irgendwie wieder zurückkommen. Das sehe ich denn da, Freunde? Die werde ich mal zusammenmischen, auf jeden Fall. So. Ich sehe da Schrotmunition. Haha, ist das nicht geil? Gott sei Dank, sage ich da nur. Gott sei Dank, weil die werden wir brauchen. Da. Ah, ja, nimm sie. Sei nicht so schüchtern. So, wieder 16 Schuss, Gott sei Dank. War hier noch irgendwas? Nee, wo sind wir denn hier überhaupt? Seht ihr das? Wir sind jetzt nämlich wieder im genau denselben Bereich wie mit Ada. Und ich glaube, jetzt wird es spannend. Gibt's hier irgendwas außer die... egal. Ich glaube, da war nur die Schreibmaschine. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 2. Und ja. Ganz genau, hier kommt jetzt was. Das weiß ich doch. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Einigermaßen. Ein Hochdruck-Gastank. Im Notfall schaltet sich das rote Licht an. Der Tank kann entfernt werden. Ja, ich habe hier was in Erinnerung. Da können wir nicht hin. Das ist also nur ein Durchgang. Scheinbar nur ein Durchgang. Scheinbar nur ein Durchgang, Freunde. Da! Da ist Ada. Ach du Scheiße, ja. Schau dich das an. Ein Riesenkrokodil. Wie geil. Ein Riesenkrokodil. So, und ich glaube. So. Nein, 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 nein. Oh, hier. Das Ding, das ruckelt irgendwie. So, hier. Genau. Da. Und dann. Warum ruckelt das denn so komisch? Und dann. Dann passt das doch, wenn wir jetzt darauf schießen, ne? Ah, wartet mal. Genau, lass ihn das fressen. Lass ihn das fressen und schieß. Genau. Ganz genau, so macht man das. Der hat aber gerade geflackert. Wieso hat der gerade so geflackert? Ja, gut, aber genau, Freunde. Das war die effektivste Methode, wie wir das lösen konnten. Zum Glück. Weil das Vieh wäre nämlich sonst extrem unangenehm geworden. Aber gut, ich habe ihn halt einfach den Gastank fressen lassen. Und hat dann draufgeballert. Ja, so kann man es machen. genau. So haben wir das Riesenvieh erledigt und wir können jetzt zu Ada. Ada, Mensch. Warum ist das zu? Die Tür wurde elektronisch verriegelt. Was zur... Ein automatisches Schloss für den Fall eines Gaslecks. Das automatische Schloss ist aktiviert. Abschalten? Ja klar. Mach's auf. Ich will da rein zu Ada. In der Müllabfuhr. Oh mein Gott. Im Müllbereich. Okay. Das ist eklig. Aber. Wir sind bei Ada. Wir haben sie gerettet. Oh. Ja, ein Farbband. Kommt, misch das wieder zusammen, so wie es vorher war. So. Nimm das Farbband mit, Leon. Sehr gut. Siehst du. Ah, was? Sieht aus, als wäre der Müll der ganzen Stadt hier abgelagert worden. Okay. Abgeladen worden, ja, okay.
So. Hallo Ada, du guckst uns nach. Hi. Geht's dir gut? Oh. Leon, this bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ach, ich liebe diese Musik, die einfach das Spiel, wenn wir Ada sehen. Das ist einfach eine schöne Musik. Genau, Freunde. Jetzt habe ich allerdings hier. Shit. Ich habe hier allerdings jetzt was verkackt. Es ist nichts Schlimmes. Aber ich muss da vorher erstmal nochmal was bereinigen. Und zwar, wir laufen jetzt mit Ada rum. Sie hat uns hier schön verbunden, wie ihr seht. Wir haben einen Verband von ihr. Vielen Dank, liebe Ada. Also du scheinst uns ja doch zu mögen. Die scheint uns ja doch zu mögen, ne? Weil sonst hätte uns nicht hier so schön verbunden. Schaut euch das an. Ach, Leon, du kannst einem schon leid tun, oder? Aber ja, jetzt läuft Ada dir hinterher. Das ist auch mal verdammt interessant, dass Ada mal dir hinterherläuft und nicht einfach abhaut. Das immer schon. Weil wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier diese Brücke wieder hochfahren. Weil, wenn wir gleich die Leiter da hochgehen, kommen wir nämlich genau da oben wieder raus. Genau. Ada schaut zu, wie Leon das macht. Und bäm. Wunderbar. Und wir nehmen die Kurbel wieder mit. Das ist schlecht, weil sonst, da komme ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das ist jetzt echt blöd. Weil da muss ich nochmal zurück zum Speicherraum laufen. Weil wir haben ja da Zeug, was wir da noch mitnehmen müssen, ne? Wir haben da noch Zeug, was wir da mitnehmen müssen. Aber unser Inventar ist voll, weil ich halt nicht mehr wusste, dass, na, dass der Gegner hier so einfach. Ja, doch schon, aber. Ich finde nicht hier, dass das so reibungslos geht. Ja, gut, okay. Komm, Ada, dann steigen wir nochmal die Leiter da hoch. Da oben liegt ja noch Zeug für Leon. So, wollen Sie die Leiter raufklettern? Ja, bitte doch. Und dann haben wir auch noch mehr Zeug gesehen, was für Leon ist. Und zwar genau hier drin. Freunde, seht ihr das? Genau hier. Genau, hier waren wir ja beim letzten Mal und haben diese. Hä? Ich wollte schon sagen. Und haben diese geile, geile Filmszene gehabt. Und genau da, seht ihr das? Diese Medaille da. Die können wir leider noch nicht mitnehmen, aber wir können jetzt das hier lesen. Das Tagebuch des Klärwerkmanagers, Freunde. Da bin ich mal gespannt jetzt. 28. Juni. Ist ja eine Zeit lang her, aber heute hatte ich Don wieder getroffen und wir haben nach der Arbeit ein wenig geredet. Er hat mir erzählt, dass er bis gestern krank im Bett lag. Wundert mich gar nicht, wenn man bedenkt, wie lange er hier jetzt schon arbeitet. Er hat geschwitzt wie ein Pferd und musste sich dauernd kratzen. Das schon wieder los. Während wir uns unterhielten. Ich habe ihn gefragt, ob ihm warm sei, aber er hat mich nur ganz komisch angeguckt. Was ist denn bloß mit ihm los? Ja, 7. Juli. Polizeichef Irons besucht das Labor ziemlich oft in letzter Zeit. Ja, von dem haben wir auch schon gehört, ne, dass er da mit drin steckt. Ich weiß nicht, was er da drüben treibt, aber er guckt immer ziemlich ernst. Sein Gesichtsausdruck ist dann noch beunruhigender als ohnehin. Ich vermute, es hat etwas mit Dr. Birkins unmöglichen Forderungen zu tun. Irons hat mein vollstes Mitgefühl nach allem, was er für die Stadt getan hat. Hat er sowas hier einfach nicht verdient? Naja, ich weiß nicht, ob der so
so ein Wohltäter ist. Ich glaub's eher nicht. 21. Juli. Ich trinke kaum etwas, weil ich ja eine ziemliche Verantwortung trage. Aber ich darf mich ja gar nicht beschweren. Schließlich verdiene ich damit ja meine Brötchen. 16. August. Boah, ganz schön Zeitspanne. Polizeichef Irons kam heute gegen Abend rein und er schaute noch finsterer drein als normal. Ich habe versucht, ihn mit ein paar Scherzen aufzumuntern, aber er konnte gar nicht darüber lachen. Er zog sogar seine Dienstwaffe und drohte damit, mich zu erschießen. Was zur Hölle. Ich konnte ihn schließlich beruhigen, aber er muss wirklich ernsthafte Probleme haben. Er weiß doch ganz genau, dass er ohne meine Hilfe und vor allem ohne die Medaille nicht in das Labor kommt. Nennt er das vielleicht Dienst am Bürger? 21. August. William hat mich informiert, dass Polizei und Medien damit angefangen haben, sämtliche Geschäfte von Umbrella unter die Lupe zu nehmen. Er sagte, die Untersuchungen erstreckten sich über das gesamte Stadtgebiet und dass es die entfernte Möglichkeit gäbe, dass jemand sogar in der Kanalisation nachsehen könnte. Oha. Er hat mir befohlen, alle Abwasserprojekte von Umbrella zu unterbrechen, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Die Kanalisation wird immer noch als Verbindungsweg benutzt, aber er hat mir ganz unmissverständlich gesagt, dass ich extrem vorsichtig sein muss und dass es mich meinen Job kosten würde, wenn jemand von diesem Unternehmen erführe. Uiuiuiui, der Klärwerkmanager unter Druck? Eine Maschine, ja, okay. Was? Eine Maschine zum Regulieren der Müllmenge. Und er hat hier was für uns, aber das können wir leider nicht mitnehmen, weil wir voll sind. Die Adlermedaille. Okay. Aber wo müssten wir denn dann noch hin? Ach, wir haben noch das B1, ne? Wir haben ja noch das B1. Ach, da ist auch noch eine Leiter. Wartet mal, hä? Da ist auch noch eine Leiter? Das gucke ich mir mal an. Ach so, ja klar. Die andere Seite. So, hier, das müssen wir ja jetzt hier wieder ausmachen, das Zeug. Was ist denn das? So, mach das Scheiß, mach den Ventilator da oben aus, Mensch. Dankeschön. Meine Güte, wer hat das denn wieder angemacht? Wir nehmen den Ventilgriff wieder mit. Lüftungsschlitz. Ja, wir müssen nochmal zurück. Leider, leider. So, haben wir hier oben wieder die ekligen Drecksviecher? Nee, okay. Ey, da komm bitte mit. Da steht eine Leiter. Wollen Sie die Leiter? Ja klar, hier runter. Wir müssen nochmal zurück zur Kiste, Leon. Wir müssen nochmal dringend zurück zur Kiste. Inventarplatz frei machen. So. Ada, du stehst im Weg. So, alles klar. Dann zurück nochmal in den Speicherraum da. Und dann war ja da noch ein anderer Weg, glaube ich, oder? Da war ja noch ein anderer Weg. Genau, da ist ja noch so ein Aufzug da rechts. Da geradeaus, da. Da ist ja noch ein Aufzug. Aber den nehmen wir erstmal nicht, wenn wir, wie gesagt, wir holen jetzt erstmal gleich nochmal die goldene Medaille. Oh, Gott sei Dank. Wieder ein bisschen entspannen, Freunde. Das war ja gerade schon ziemlich aufregend. So, Ada, eine Minute Geduld, bitte. Wir müssen uns hier... Nein, Quatsch. Wir müssen uns hier ein bisschen sortieren. Das blaue Zeug, das... Ich bin einfach mal mutig und pack das wieder rein. So. Den Ventilgriff. Erstmal weg. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. So, und dann können wir jetzt auch schon wieder los. Ich bin mir überlegen, ob ich zuerst da hinten gehen soll. Ja, ich glaube, Freunde, ich glaube, ich gehe da zuerst da hinten hin. Weil, die Goldmedaille, die können wir ja dann immer noch holen, ne? Ist jetzt so ziemlich der einzige Weg hier noch, ne?
geht gar nichts. Warum geht denn hier nichts? Wo kann ich denn dann noch hin? Ihr seid lustig, Leute. B1? Nee, da ist auch. Was ist das denn da? Nee. Wartet mal. Dann hole ich mir jetzt doch die Goldmedaille. Aber die Frage ist ja, wo müssen wir jetzt hin? Das ist ja jetzt so ein bisschen meine Frage, ne? Wo müssen wir hin? So. Dann hier hoch. Hier hoch, Leon. Was zur... Warum ist das denn jetzt schon wieder an? Ach, Leute, ihr seid doch geknackt, echt. Warum ist das denn jetzt schon wieder an? Ah, warte mal, es ist so... Okay. Ich glaube... Ich kann doch jetzt hier die ganzen SWAT-Typen untersuchen mit Leon. Da, wo Ada gesagt hat, von wegen, brauchst du nicht. Genau hier. Hier. Ach Gott, ja. Aha, na klar, schaut mal. Die Wolf-Medaille liegt hier einfach so rum. Und hier hat er auch noch was. Schrotmuni. Ach du Kacke. Ja, na klar. natürlich. Aber dass das da oben jetzt wieder läuft... Das ist ja seltsam. Aber gut, ich meine, wir können auch einmal außen rum. So ist es nicht. Ich nehme jetzt nicht die, die Kurbel nochmal mit. Nein. Das muss nicht sein. So, Freunde. Aber wir haben tatsächlich jetzt unsere Wolfsmedaille. Und kriegen jetzt gleich unsere Adlermedaille. Und dann wird's heftig. Dann wird es echt heftig. Da setzen wir nämlich gleich beide ein. Aber erstmal nochmal nach da oben. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel rumgerenne, aber... Och! Was habe ich gesagt? Ach, ich muss dieses Scheißding mitnehmen. Was ist denn das? Scheiß. Da wollte ich einfach außen rumlaufen. Nö, ist nicht. Ist nicht. Shit, echt. Och Mann, das ist doch blöd gemacht. Warum läuft das denn auch da oben wieder? Ah, Zeitverschwendung. Na gut. Laufen wir noch ein bisschen durch die Kanalisation. Durch die Suppe hier unten, ne? Och Mann, das ist doch beknackt. Warum läuft das denn wieder? Wer hat das wieder angemacht? Ich dachte, William, Annette ist tot. Nee, Annette ist gar nicht tot. Die ist nur... Ich weiß nicht, ist sie tot? Sie ist runtergefallen, aber... sie ist halt ins Wasser gefallen. Man weiß nicht, ob sie tot ist. Es kommt einem zwar so vor, aber... Ob das wirklich hundertprozentig Fakt ist, weiß man nicht. So, dann diese scheiß... Diesen scheiß Ventilgriff jetzt mit... Nochmal. Okay. Alles klar. Ja, das habe ich nicht mehr so gewusst. Deswegen sorry dafür. Alles klar. Dann würde ich sagen, stapfen wir da jetzt noch hin. Wo wir die beiden Medaillen einsetzen können. Und dann haben wir auch leider schon wieder das Folgende erreicht. Es geht echt schnell. Es geht echt schnell, aber wir müssen ja auch noch die Goldmedaille holen. So, dann machen wir das nochmal. Ach, hier können wir gar nicht. Ja, toll. Wir müssen sowieso außen rum. Scheiße. Wir müssen eh außen rum. Ja. Wir haben da ja gar kein Loch. Also kein Loch zum Drehen, deswegen... Ach, Mann. Ist das ein verwirrender Mist hier. So, alles klar. Dann, Ada, komm bitte mit. Genau da. Da müssen wir die beiden gleich einsetzen. Aber jetzt bitte nochmal hier vernünftig hier. Was,
Oh Mann, mit Ventilgriff. Meine Güte, ey. Was eine Hin- und Herrennerei. So. Jetzt kurbelt das Ding, Leon. Du hast weibliche Unterstützung. Sehr gut. Und wieder runter damit und gleich wieder hoch. Oder? Muss man das gleich wieder hochdrehen? Ich bin mir unsicher, ob wir das jetzt wieder hochdrehen müssen. Aber ich glaube doch... Ja, ja, dreh es wieder hoch, komm. Mann, ey. Was ein Hickhack. Also wer sich dieses System ausgedacht hat, gehört auch geschlagen, finde ich. Na gut. So, ist wieder oben. Und wir nehmen die Ventilgriff wieder mit. Okay. Alles klar, dann können wir ja wieder hier rein jetzt. Und dann wieder hier durch. Dann die Goldmedaille holen. Dann wieder runter. oh Mann, Freunde, das ist schon ein langer Laufweg hier. Aber es geht ja auch langsam aufs Finale zu, ne? Also sehr langsam. Und zumindest vom Ausfinale des ersten Durchgangs. Es gibt ja dann noch einen. Der wird auch sehr spannend, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Mit Claire Redfield. Das wird auch interessant. So, aber wie gesagt, wir sind noch bei Leon. Und Ada, die Story, die ist ja auch cool. Und ja, dann können wir jetzt endlich wieder hier oben her. Mein Gott, und das Ding dann wieder zumachen. Oder, nee, erstmal die Medaille holen. So. Genau, diese Medaille hier. So, zack. Adlermedaille. Wir haben beide Medaillen. Oh mein Gott. Wie gesagt, im ersten Teil war es ja auch so. Ey, da lässt du mich raus. Im ersten Teil war das ja auch so ultimativer Durchgang zum... So, wie kommen wir da jetzt schneller hin? Gehen wir wieder außen rum, ist jetzt egal. Beim ersten Teil war es ja auch der Zugang zum finalen Gebiet, sag ich mal. Und so ähnlich wird es auch hier sein. Aber viele Gegner hatten wir ja in dieser Folge nicht, ne? Also, die beiden Spinnen, die mich am Anfang ein bisschen genervt haben. Ja, okay. Und halt dieses Riesenkrokodil. Ansonsten ist hier nichts gebacken gewesen in der Folge. Finde ich auch mal ganz gut. So kriegen wir halt storymäßig ein bisschen mehr hin hier. Weil das ist jetzt wirklich ein großer Schritt, den wir jetzt gleich machen. Und ja, dann sind wir auch gleich da. Hoffe ich. Hoffe ich. Nicht, dass wir da jetzt wieder... Nee. Doch! Wir müssen nochmal kurbeln. Das ist doch ein richtig beknacktes System. Wer hat sich das nur ausgedacht? Es war nicht George Trevor. Dem würde sowas niemals einfallen. Naja, gut. Kommt. Es ist so ein nerviges System. Aber wir haben es jetzt. Wir müssen jetzt nicht nochmal da hoch, sondern einfach nur hier unten. Raus hier. So. Raus hier und dann sind wir gleich da, wo wir hinwollen. Meine Güte. Perfekt, Freunde. Gut, dann würde ich mal sagen, wie wir hier jetzt unsere Medaillen einsetzen und wie es dann hier weitergeht, Freunde, würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mich doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.